Dev sollte eigentlich schon zurück sein. In Rosaria soll irgendwas passieren. Aber von den Fluchbrechern ist keiner zurück. Ah, Clive, hab ich dein Lächeln vermisst. Was hast du erfahren? Wie, nicht mal ein nettes Wörtchen für deinen Gav? Mittlerweile solltest du ihn kennen, raue Schale, weicher Kern. Nun setz dich, du Esel. Also, das Kaiserreich ist doch nach dem Erlöschen von Drachenkopf sofort im Dominium eingefallen. Und alle anderen Länder haben sich in den Arsch gebissen, weil sie nicht zuerst auf die Idee gekommen sind. Ein halbes Jahrhundert Unabhängigkeit und dieser Verrückte schnippt einmal mit den Fingern. Bei der Menge an Kristallen und Land ist wohl selbst seiner Heiligkeit das Wasser im Mund zusammengelaufen. Jedenfalls hat die Republik endlich beschlossen, selbst aktiv zu werden und unter dem Vorwand der Befreiung Sanbrek den Krieg erklärt. Jetzt belagern sie das Kristalldominium, um die Kaiserlichen auszuhungern und zur Kapitulation zu zwingen. Und nun schauen alle auf die Straße von Uta. Die einen kämpfen bis aufs Messer, während die anderen es wetzen, um den geschwächten Sieger zu stürzen. Niemand wird uns kommen sehen. Wir nehmen uns die Mutterkristalle vor. Vier Mutterkristalle sind noch übrig. Drachenhauch auf Eisenholm. Drachenfang in Dalmekia. Drachengrat in Valut. Und Drachenschweif hier im Kristalldominium. Der Großteil der dalmekischen Armee wird schon nach Dichasia marschiert sein. Das heißt, wir knüpfen uns Drachenfang vor? Genau damit wird Hugo Kupka rechnen. Wenn uns die letzten 5 Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass er gerne Fallen stellt. An einem Ort jedoch wird uns absolut niemand erwarten. Drachenhauch. Dazu müssten wir aber übers Meer und ich war nie ein besonders guter Schwimmer. Ich kenne jemanden in Port Isolde, der uns helfen könnte. Und das wäre? Mein Onkel. Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield, der 7 hohen Häuser? Der stinkreiche Kaufmann mit den 10 Besitzungen? Moment. Rossfield. Du bist ein Rossfield, natürlich. Sein Name hat ihm sicher Türen geöffnet, doch sein Scharfsinn verhalf ihm zum Reichtum. Und zu einer ansehnlichen Flotte. Na, klingt nach einem Plan. Worauf warten wir dann noch, ne? Hä? Hm? Worauf warten wir? Dein Onkel schien mir immer ein guter Mensch zu sein, wenn auch ein wenig exzentrisch.
wieder zurück? Und was darf sein? Pass gut drauf auf, ja? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Was das? Gut. Eine Blume überhaupt so oft Durst? Na, du trinkst doch auch jeden Tag, oder nicht? Hatte gehofft, dich zu sprechen. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur, nun, wie du weißt, versuchen wir, hier unten Obst anzupflanzen. Schön, dass uns das aus dem alten Versteck geblieben ist. Martells ganzer Stolz. Es war nur ein Sprössling, den sie aus den Trümmern gerettet hatte. Doch nun sieh ihn dir an. Ihre Arbeit zahlt sich endlich aus. Ich habe mich drum gekümmert, nachdem sie, naja, gestorben war. Und jetzt sind die Früchte endlich reif. Und nicht nur das, sie sind richtig lecker. Süß, wie sie jeder mag. Martell hat das Bittere rausgezüchtet. Beeindruckend. Die Neuigkeit wird sicher viele hier freuen. Ich finde, die erste Ernte sollten die Fluchbrecher bekommen. Für alles, was sie fürs Versteck tun. Kannst du ihnen bitte welche bringen? Ist am besten, wenn du das machst. Es wäre schön, auch mal gute Nachrichten zu überbringen. Ah, vielen Dank. Die Fluchbrecher lagen ihr immer besonders am Herzen. Sobald sie versorgt sind, soll jeder einen Bissen abbekommen. Bitteschön. Die Sorte soll Martell heißen, damit wir sie nie vergessen. Hast du gehört, Martell? Heute ist es endlich soweit. Thank you.
Schleder und Schmiede riecht es heute wieder wie... Rosaria soll irgendwas passiert sein. Ach, der Besen ist genauso. Ihr zwei seht aus, als hättet ihr Hunger. Hier, mit besten Grüßen von Martell. Ich doch irgendwoher. Das war doch die Gärtnerin. Verflixt, du hast recht. Etwas seltsam war sie. Vernarrt in ihre Pflanzen. Ja, und tapfer war sie auch. Sie ist doch wegen der Pflanzen zurück ins Versteck gelaufen, als Titan angegriffen hat. Moment. Sind das etwa Äpfel von den Pflanzen? Das gibt's ja nicht. Sie wäre stolz darauf und das zu Recht. Danke, Sid. Aber nicht alle hatten so viel Glück. Ein Geschenk aus dem Garten. Für dich. Mensch, da kommen Erinnerungen hoch. Ich habe keinen Apfel mehr gesehen seit... Nur der alte Sid hat die sauren Dinger vertragen. Er hat sie direkt vom Baum gepflückt. Zum Ärger von Martell. Aber wer konnte schon lange wütend auf ihn sein? Klingt nach dem Sid, den ich kannte. Ihr hattet wohl vor, die alle für euch zu behalten, was? Moment. Sind das etwa Martells? Ich bin froh, dass jemand ihre Arbeit weiterführt. Es war sicher nicht einfach für sie im Totenland. Martell wäre sicher glücklich zu wissen, dass ihre Arbeit Früchte trägt. Clive, sag unten im Garten Bescheid, dass sie mir auch welche bringen sollen. Ach, nicht mal ein Dankeschön. Nun, ich habe gute Manieren. Danke, Sid. Du kannst den Korb hier lassen. Ich gebe den anderen was ab. Oh, und richte dem Gärtner Grüße aus, ja? Die Äpfel werden verteilt. Ich sollte zurückgehen und dem Garten die Grüße ausrichten. Oh, mein Lieblingsschüler. Was möchtest du denn wissen? Ich habe alle Einzelheiten hier. Studiere sie gut, Clive. Gut. Die alten Äpfel waren Gift. In Rosaria soll irgendwas passiert sein.
Die Fluchbrecher senden ihren Dank. Und ihre Grüße. Sie hatten nur Gutes über Martell zu sagen. Sie erinnern sich an sie? Nach all den Jahren? Aber ist wohl kein Wunder. So nett wie sie war. Sogar zu einem stammelnden Tollpatsch wie mir. Du wirst vermisst, Martell. Warum musstest du nur sterben? Sie hat für ihre Arbeit gelebt. Sie wollte nicht aufgeben, ehe wir süße Früchte genießen können. Und das tun wir nun. Als sie gestorben ist, habe ich einen Setzling nach ihr benannt. Nun ist er ein prächtiger Baum. Martell lebt weiter. Durch ihre Früchte. Und durch dich. Auch ihr Traum wäre gestorben, wenn du nicht gewesen wärst. Darauf kannst du stolz sein. Ich, hab nicht wirklich viel getan, aber... Dankeschön. So viel Nettigkeit habe ich nicht verdient. Übrigens, Otto hätte gern ein paar Äpfel. Und ich wäre auch nicht abgeneigt, falls das nicht zu viel verlangt ist. Natürlich nicht. Ich sorge dafür, dass ihr beide genug bekommt. Sie mögen dein Obst, Martell. Ist das nicht wundervoll? Es ist an der Zeit, dass wir dir ein paar Geschwister einpflanzen. Dieses Fass hier filtert die Schwärze aus dem Seewasser und macht es klar. Wie genau das funktioniert, kann dir aber nur miterklären. Es ist nicht der Meinst du, den können wir streicheln? Ich weiß nicht. Versuch du es zuerst. Feuer. Hoffentlich haben diese Männer Martha nicht wehgetan. Der Besen ist genauso strohig. Hallo Clive. Willkommen beim Stillen Stifter. Dem Stillen Stifter? Heißt das, es kümmert sich jetzt jemand anderes um die Spenden unserer Freunde? Oh nein, das mache immer noch ich. Ich dachte nur, Charon hat ihr Bütchen, Schledern seinen Amboss. Da wollte ich auch gern einen netten Namen. Ich führe weiterhin Buch über jedes Geschenk, das im Versteck eintrifft. Außerdem sorge ich dafür, dass du alles erhältst, was an dich persönlich adressiert ist. Möchtest du nachsehen, ob gerade etwas auf dich wartet? Deine Gönner sind sehr großzügig. Hier, bitte. Bitte schön. Komm bald wieder, dann habe ich vielleicht mehr. Worum geht's, Nektar? Ums Jagdbrett? Hier schlagen die Fluchbrecher Aushänge an, wenn sie besonders gefährlichen Kreaturen begegnen, die sie vom Erfüllen ihrer Missionen abhalten. Schließlich lässt sich mit der richtigen Planung jede Gefahr anpacken.
Wolltest du das wissen? Verstehe. Du hast schon recht, Nektar der Furchtlose. Die Menschen in Valestea haben mehr als genug Sorgen. Die Fäule, der Krieg. Das Letzte, das sie brauchen, sind wilde Bestien, die ihnen das ohnehin schon schwere Leben zur Hölle machen. Wenn die Fluchbrecher also keine Zeit haben, sich ihrer anzunehmen, dann werde ich es tun. Oder zumindest werde ich es versuchen. Hätten wir Gav nicht mitnehmen sollen? Er war so motiviert. Wir brauchen seine feine Nase in Dalmekia. Nicht, dass uns Kupka überrascht. Für sowas ist Gav eben unser Mann. Ja, das ist er. Wie Sid schon gesagt hat, falls was schief geht, haben wir noch unsere Esper. Insbesondere, falls wir wieder die Chance nutzen müssen, um über uns hinauszuwachsen. Ich wusste immer, dass ich zurückkehren würde. Zurück nach Eisenholm. Wozu? Deine Vergangenheit. Du hast es geschafft, mit ihr abzuschließen. Um dich auf deinem Weg begleiten zu können, muss ich das auch. Wir stellen uns eher zusammen. Bis zum Ende. Gehen wir. Wie weit mag der Einfluss deiner Mutter reichen? Ob es im Süden genauso schrecklich zugeht wie an Marthas Rast? Sehr wahrscheinlich. Wir sollten uns beeilen. Auf dem Weg nach Port Isolde liegen viele Siedlungen. Wir klappern sie einzeln ab und hören uns um. Angefangen bei Amber. Das Gesetz mit den Füßen. Unter Lord Erwin hätte es sowas nicht gegeben. Sei still!
Willst du uns alle umbringen? Tja, sieh mal. Rosaria wird von widerwärtigem Ungeziefer verdreckt. Und damit es einen neuen Morgen erleben kann, muss es gesäubert werden. Es wäre ein Jammer, wenn der Ungehorsam weniger uns dazu zwingen würde, an euch allen ein Exempel zu statuieren. Oh, natürlich, mein Herr. Wir stehen voll und ganz hinter euch. Was haben die Schwarzschilde in so einem kleinen Dorf verloren? Wo sollten sich ihr Träger verstecken? Vielleicht suchen sie jemand anders. Wenn sie das nächste Mal kommen, sei einfach still oder legst du es auf ein Galgentänzchen an? Du bist nicht von hier, oder? Besten Dank. Bitte sehr. Eine sehr gute Wahl. Bleib auf den Straßen. Entschuldigung. Was war das gerade für ein Aufruhr? Noch nicht gehört? Irgendjemand macht hier Ärger. Angriffe auf die Garnison, Proviant verschwindet. Angeblich wurde auch ein Schwarzschild ermordet. Die Kaiserlichen wollen Antworten und was die wollen, kriegen sie auch. Das ist wohl wahr. Haltet die Ohren offen. Wer hilft, diese Verräter zu finden, wird von den Schwarzschilden gut belohnt. Man muss schon dumm wie Stroh sein, um sich mit dem Kaiserreich anzulegen. Mit ihren 100 Legionen. 100? Wohl eher 1000. Es gab mal eine Zeit, da hätte mein Mann sich gegen diese Männer gewehrt. Wir zwei gehen jetzt Geächtete jagen. Wie wäre das? Sieh zu, dass du wegkommst. Ihr wartet nichts Gutes auf dich. Es heißt, dass Port Isolde nur noch Hochgeborene durch seine Tore lässt. Und jetzt ist entlang der Mauern ein riesiges Lager entstanden, voller Leute, die rein wollen. Du hast sie gesehen, oder? Wen meinst du? Die Schwarzschilde. Bei uns. Hast du sie gesehen? Glaub jedenfalls, das waren welche. Hab ja bis jetzt noch nie welche gesehen. Also war es das erste Mal, dass sie hier waren? Natürlich. Hier sind wir doch am Arsch der Welt. Und die dachten, wir würden hier Verräter verstecken. Tja. Na, schön wär's. Die würde ich ausliefern und selbst ein Schwarzschild werden. Meinst du etwa, diese Verräter, nach denen sie suchen, könnten wir sein? Schon möglich. Finden wir es heraus. Hallo, mein Freund. Wir sind fremd hier. Ach nee. Was wollt ihr? Wir fragen uns nur, was wohl diese Soldaten vorhin hier gewollt haben. Diesen Fremden sagst du kein Wort, klar? Ich spreche für dieses Dorf. Ihr habt hier nichts verloren. Verlasst Amber und kommt nie wieder. Und wieso, wenn ich fragen darf? Ich weiß nicht, wer ihr seid und was ihr wollt. Ich weiß nur, dass ihr uns alle in Gefahr bringt. Die Kaiserlichen meinen es ernst. Sie verlangen viel und sie sind grausam. Aber solange wir gehorchen und Abgaben zahlen, lassen sie uns in Ruhe. Das mag feige klingen. Aber wenn es mein Dorf vor Annabellas Zorn bewahrt, will ich mich unterwerfen. Ich schwöre, dass wir nicht enden werden wie Eastpool.
Wir sind ja schon weg. Die Menschen hier leben in ständiger Angst. Und sie glauben, dass meine Mutter sie verschonen wird, wenn sie sich ihrem Willen beugen. Aus Angst geschmiedete Fesseln. Was ist los? Ach, ich... Es ist nichts. Wir wissen immer noch nicht, wen die Schwarzschilde suchen. Nun, wer es auch ist, stellt offensichtlich eine Bedrohung für das Kaiserreich dar. Doch wer außer Martha hätte sonst noch den Mut, sich Sandbreck entgegenzustellen? Neue Verbündete brauchen wir immer. Darum hoffe ich, dass wir sie zuerst finden. Vielleicht erfahren wir im nächsten Dorf etwas mehr. Vielleicht. Dieser Pass führt uns durch die Berge. Und auch direkt zu wem oder was auch immer dort auf der Lauer liegt. Seit dem Apoditerium sehen wir mehr und mehr von diesem Echos. Und du lässt sie erwachen. Das Erlöschen der Mutterkristalle? Ich habe Vermutung. Sie wird nicht gefallen. Genug!
Blut, Clive. Es ist noch frisch. Euch wurde befohlen, im Dorf zu bleiben. Die Schwarzschilde. Offensichtlich wisst ihr, wer wir sind. Und trotzdem wagt ihr es, eure Waffen zu ziehen. Dann möchte ich euch danken. Ihr erspart uns nämlich eure langwierige Befragung und Folter. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Wie kannst du es wagen? Ich werde euch zeigen, was ein echter Schild ist. Jetzt sagst du mir, was ich wissen will. Nach wem sucht ihr? Nach euch. Wir bringen eine Nachricht. Wir haben eure Freunde, die Träger, die ihr aus unseren Lagern befreit habt. Sie sind alle in Ulthil. Hüter der Flamme. Ulthil ist das Dorf da vorn. Dann los. Was hast du denn? Tod. Ach, wie grausam. Das ist Mutters Werk. Warum? Warum sollte man... Weiß ich nicht. Ich habe sie nie verstanden. Aber das... Oh, Clive. Diesem Wahnsinn setze ich ein Ende. Ein für alle Mal. Wir sollten gehen.
Ja. Wir können sie nicht so zurücklassen. Werden wir nicht. Aber wenn die Schwarzschilde bis hier vorgedrungen sind, sind sie vielleicht schon in Port Isolde. Das vor uns ist die Bewitt-Brücke. Doch nach Rosalith wird man uns sicher nicht durchlassen. Zufällig an Old Hill vorbeigekommen? Ich hatte beobachtet, wie ein paar Kaiserlinge in schwarzen Rüstungen dorthin marschiert sind. Und am nächsten Morgen konnte man den Himmel vor lauter Krähen nicht sehen. Wirklich, Mama? Ich habe Schreie gehört. Da muss was passiert sein. Nichts hast du gehört, verstanden? Alles Rosaria. Wieso lässt man sie nicht ein? Papa, ich hab Hunger. Im Süden könnt ihr genauso wenig auf Beistand hoffen. Das sieht so aus wie hier. Die Kaiserin hat beschlossen, uns aus der eigenen Heimat zu vertreiben. Siedlung. Ist das Lazarusviertel? Ja, es wirkt verlassen. Meine Mutter muss die Adligen hier vertrieben haben. Hoffentlich hat sie meinen Onkel verschont. Sie gehören dir! Ah!
Da ist das Haupttor. Aber wir sind wohl nicht die Einzigen, die rein wollen. Werden wir nicht unbemerkt durchkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Ich hatte gehofft, die Wachen überreden zu können. Zur Not mit ein paar Gill. Da scheinst du nicht der Einzige gewesen zu sein. Gibt es noch ein Tor? Offiziell nicht. Inoffiziell schon. Mein Onkel hat mir mal von Tunneln unter der Stadt erzählt, durch die sich Adlige im Notfall hinausretten konnten. Nach Lazarus. Vielleicht kommen wir von dort in die Stadt. Versuchen wir es. Der Ort wirkte wie ausgestorben. Ob es sicher ist? Solange wir die Einzigen sind, schon. Wenigstens haben wir hier noch keinen einzigen Schwarzschild getroffen. Wir sollten trotzdem auf der Hut bleiben. Nicht in Erinnerung. Wie schnell eine Perle ihren Glanz verliert. Auch nicht verlassen. Hey, Besuch! Verzeihung, wir wollten nicht stören. Thank you.
Ich kenne nur einen einzigen Mann, der so kämpft. Und der ist schon lange tot. Dann wirst du ihn schon bald wiedersehen. Der Segen des Phönix. Das kann nicht sein. Ihr seid doch an jenem Tag. Vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr habt nichts zu befürchten. Begründer, ihr seid es wirklich. Sir Wade. Kommt mit hinein. Und diejenigen, die sich geweigert haben? Wir sind geflohen, damit man kein Exempel an uns statuiert. Allerdings nicht weit. Kurz darauf haben wir uns zu den Hütern der Flamme zusammengeschlossen. Allerdings hat eine Handvoll alternder Schilde der Macht eines Kaiserreichs leider nicht viel entgegenzusetzen. Doch ihren Aufenthalt hier haben wir so unangenehm wie möglich gemacht. In letzter Zeit sind wir aber mehr damit beschäftigt, die letzten verbleibenden Träger vor den Klauen der Kaiserlichen zu schützen. Die Säuberungen. Wir haben eine in Altill gesehen. Ja, die Schandtaten der Schwarzschilde und ihrer Herren. Ihr meint meine Mutter. Aber ich verstehe es nicht. Auch wenn ich ihre Ansichten kenne. Es ist kein Geheimnis, dass sie Träger hasst, aber ihren Nutzen müsste sie doch zumindest sehen. Nichts für ungut, Milord. Aber ich fürchte, ihr gesellschaftlicher Nutzen ist das Letzte, was Annabella interessiert. Selbst ihre Heimat kümmert sie nicht. Das hat sich mit dem Blutbad in Eastpool gezeigt. Und seit sie dem Kaiser einen neuen Erben geschenkt hat, scheint sie nur noch mehr von Trägern besessen zu sein. Der Grund dafür, vermute ich, ist, dass sie jeden aus der Welt schaffen will, der die Macht ihres Sohnes herausfordern könnte. Ihr Sohn. Sir Wade, die Schwarzschilder rücken aus. Sie marschieren gesammelt zur Bewitt-Brücke. Dann tun wir das auch. Bereit machen. Das ist ihr Haupttrupp. Wenn wir diesen bezwingen, können wir vielleicht verhindern, dass sich die Tragödie von Oldhill wiederholt. Wenn ich nichts tue, klebt das Blut der nächsten Opfer an meinen Händen. Euren und unseren. Was diese Männer, die es wagen, sich Schwarzschilde zu nennen, im Namen meiner Mutter angerichtet haben. Das darf nicht weitergehen. Wir müssen diesen Wahnsinn beenden. Zusammen. Lasst uns mit euch gehen. Für die Zukunft Rosarias. Ich habe gehofft, dass ihr das sagt. Sehr gut. Wenn das euer Wunsch ist, wäre es mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Ganz unsererseits. Sir Wade, tun wir unsere Pflicht. Mit Freuden, Milord. Ich fürchte, die Schwarzschilde werden uns einiges abverlangen. Dann sollten wir uns so gut es geht vorbereiten.
schulden euch unseren Dank. Ihr hattet keinen Grund, uns zu verschonen. Und doch habt ihr es getan. Und das ist wirklich der Sohn des Großvaters. Das wenige, das wir retten konnten, steht gern zu eurer Verfügung. Ich bin hier, falls ihr noch etwas braucht. Also dann, Sir Wade. Wie ist der Plan? Eine Finte. Wir drei gehen zusammen zur Buick-Brücke. Dort greifen wir den Haupttrupp in seinem Lager an. Wenn wir ihnen gehörig Probleme machen, werden die Schwarzschilde Verstärkung anfordern. Doch meine Leute, die sich bereits in der Umgebung versteckt halten, werden sie abfangen. In der Zwischenzeit werden wir den Kampf auf der Brücke ungestört beenden können. Insgesamt sind die Schwarzschilde in der Überzahl. Doch sie kämpfen gern in kleinen Trupps. Und das nutzen wir zu unserem Vorteil. Wie klein denn genau? Klein genug. Jetzt, wo auch ihr und Lady Jill dabei seid. Allein hätte ich das nicht geschafft. Und trotzdem hättet ihr es versucht, nicht wahr? Ihr habt euch kein bisschen verändert. Sir Wade, wir haben die Träger von Old Hill zur Ruhe gelegt. Sehr gut. Macht euch für den Kampf bereit. Zu Befehl. Danke, Sir Wade. Mögen Sie Ihren Frieden finden. Ihren Frieden werden die Seelen erst dann finden, wenn wir den Schwarzschilden ein Ende machen. Und das werden wir. Möge der Segen des Phönix mit euch sein. Wie lange verfolgt ihr die Schwarzschilde schon? Seit dem Überfall auf das erste Dorf. Wir haben die Schweine gejagt und ihre Leichen in der Stillwindmarsch versenkt. Das hat zweifellos Aufmerksamkeit geweckt. Seitdem ist es ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel. Euer Zeichen, Milord. Was wollt ihr hier? Ich sagte doch... Eine Botschaft für die Statthalterin. Von den Hütern der Flamme. Ha! Du willst mir also weismachen, dass zwei verdreckte Landstreicher, ein Weib und ein Köter, der Macht der Schwarzschilde etwas entgegensetzen könnten? Nur zu! Eure Flamme wird erlöschen! Für Rosaria! Für Rosaria! Eure kleine Revolution ist hier zu Ende! Sonne neu erstrahlt. Verdammt.
Geheimnis ernst mit uns. Geehrt fühle ich mich nicht. Ein nobler Kampf. Nobel, doch auch närrisch. Ihr beweist, dass unser Tun das Richtige ist. Denn dieses Land bedarf dringend einer Säuberung. Aber ich sehe keinen mehr. Ich auch nicht. Es hat funktioniert. Hat es. Und zwar blendend. Wir haben jedes einzelne dieser verfluchten Drecksschweine erledigt. Lord. Vielleicht wird das die Säuberung aufhalten. Wenigstens für eine Weile. Vielleicht. Doch ich fürchte, meine Mutter wird sich rächen wollen. Sie wird dafür sorgen, dass ihre Truppen schnell ersetzt werden. Und dann beginnt alles von neuem. Ich frage mich oft, ob unser Rosaria für immer verloren ist. Die Felder brach. Die Menschen verhungern. Wir kämpfen, um die Flamme von einst zu schützen. Doch für jeden Feind, der stirbt, erhebt sich ein neuer. Doch dies wird immer unsere Heimat sein. Und für sie kämpfen wir. Wie wir es getan haben und tun werden. Solange die Flamme des Phönix in unseren Herzen brennt, lebt Rosaria weiter. Und wir werden weiter hoffen, dass der Tag kommt, an dem die rosarische Flagge wieder über Rosalith wehen wird. Sir Wade, ich... denke, wir sollten nach Port Isolde, ehe die Garnison Verstärkung herschickt? Da habt ihr wohl recht, Milord.
Und wie lange unterstützt mein Onkel euch und euren Kampf schon finanziell? Schon von Anfang an. Lord Byron war der Erste, dem ich von der Gründung der Hüter erzählt habe. Hätte ich damals von diesem Tunnel gewusst, wäre mir wohl der Ärger erspart geblieben, als ich über die Mauer hineinklettern wollte. Und seitdem kommuniziert ihr also nur noch über den Tunnel miteinander? Der Schein will weiterhin gewahrt bleiben. Wenn jemand Wind davon bekäme, dass Lord Byron in unserer Revolution mitmischt, würde er ohne einen Gill an den Galgen gehen. Und das würde niemandem helfen. Also hält er die Fassade aufrecht. Obwohl es ihn viel Überwindung kostet. Er weiß, dass ein falscher Schritt alles zunichte machen würde. Auch deshalb ist er vorsichtiger als je zuvor. Seid nicht überrascht, wenn er eine Audienz verweigert. Schließlich glaubt man euch beide tot. Dann werde ich ihn davon überzeugen müssen, dass ich weder Geist noch Feind bin. Mit Letzterem könnte ich euch behilflich sein. Das ist das Zeichen der Hüter. Damit diejenigen, die Rosaria lieben, auch euch als ihresgleichen wissen. Ich werde es mit Stolz tragen. Das würde ich auch empfehlen. Ich will nicht, dass meine Männer euch wieder angreifen. Es sei denn, ihr verdient es. Wenn doch Sir Tyler nur hier wäre, um euch zu sehen. Oder Lord Murdoch. Danke, Sir Wade. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich weiß. Nun geht, Milord. Wie zuvorkommend. Meinst du wirklich, er glaubt uns, wer wir sind? Auf keinen Fall. Ich schätze mal, er hält uns für dreiste Betrüger und schärft gerade sein Richtbeil. Meine Überraschung vor, als ich hörte, mein Neffe sei zu Besuch. Clive Rossfield ist schon lange tot. Und ihr schändet seinen Namen. Dafür rollen eure Köpfe. Bist du geistig umnachtet? Ich bin es, Sir Crandall von Camelot. Getreuer Diener ihrer heiligen Durchlaucht. Sankt Sibyl der Unschuldigen. Madu, du abscheulicher Zauberer. Für deine Missetaten gegen Kirche und Krone soll dein Kopf rollen. Pfui, du elender Tugendbold. Selbst im Tode willst du mich noch plagen? Also gut, ich stoße das Tor zur Hölle auf das du stürzest hinab ins Feuer. Bravo, Onkel. Dein Mardu ist immer noch unübertroffen. Oh, Clive, mein lieber Junge, du bist es wirklich. Oh.
Das ist eine Lieblingsszene aus Die Heilige und der Heretiker. Warum war ich eigentlich nie Sir Crandall? Ich brauche deine Hilfe, Onkel Byron. Rutherford, informier die Küche. Wir haben Gäste. Lass sofort auftischen. Aber Onkel... Du kannst die Geschichte deiner wundersamen Rettung ja wohl kaum mit leerem Magen zum Besten geben. Los, setzt euch. Heute nehmen wir das gute Geschirr Rutherford. Ihr habt also eine ihrer Säuberungen gesehen. Seit Annabella Statthalterin ist, streut sie Salz in Rosarias Wunden. Aber diese Gräueltaten sind ein neuer Tiefpunkt. Etwas ist anders. Ich weiß nicht genau was, aber sie ist nicht mehr dieselbe. Ein Monster hat sie ersetzt. Ein Monster. Wie dem auch sei, ich wurde beauftragt, diese Stadt zu regieren und muss daher den Schein des Gehorsams wahren. Mehr als Wade und seine wackere Schar zu unterstützen, kann ich nicht tun. Hat er erzählt. Du riskierst viel für Rosaria. Unser Land steht tief in deiner Schuld. Es sind schon 20 Jahre, Clive. Die Nation, die dein Vater und seine Vorfahren aufgebaut haben, ist passé. Vielleicht wäre es anders, hätte ich den Mut meines Bruders. Nun gut, wenn du ein Schiff benötigst, sollst du ein Schiff erhalten. Die Ladung einer meiner Barken wurde gerade gelöscht. Binnen weniger Wochen ist sie wieder reisefertig. Ihr glaubt uns also? Wirklich alles? Euch glauben? Ha! Ein Narr würde nicht einmal die Hälfte von eurem Gerede glauben. Doch bis heute hätte auch nur ein Narr geglaubt, dass mein Neffe noch am Leben sei. Außerdem habe ich Grund zur Annahme, dass Clive die Wahrheit sagt. Der da wäre? Na du selbst, Junge. Du warst schon immer ein furchtbarer Lügner. Ist das wahr? Ist nicht gelogen. Lassen wir das besser. Legen wir den Finger nicht in seine größte Wunde. Was ich allerdings nicht glauben kann, ist, dass du dieser Sid sein sollst. Du warst immer so ein guter Junge. Doch nun bist du der Geächtete. Damit machst du aus mir, wenn ich nicht irre, einen geächteten Onkel. Also gut, wo plündern wir zuerst? Rutherford, bring mir meinen Säbel. Das wird ein Spaß. Ein tolles Schiff, nicht wahr? In nur 3 Tagen wird es uns über die siedende See bis nach Dostanus bringen. Bedrückt dich etwas? Monster. Als ich bei den Eisernen war, haben sie mir keine Wahl gelassen. Entweder ich folgte widerstandslos ihren Befehlen, oder jemand anderes wurde bestraft.
ich ihre Marionette. Ich ließ sie meine Strippen ziehen. Sagte mir, dass nicht meine Hände das Schwert schwangen, sondern ihre. Ich verschloss mich vor der Wahrheit, weil ich den Schmerz nicht mehr ertrug. Und mit der Zeit fühlte ich nichts mehr. Ich war wie taub. Ich war zum Monster geworden. Tja. Ich will kein Monster sein, Clive. Verstehst du? Ich möchte einen anderen Weg wählen, einen besseren. In einer freien Welt. Aber bevor ich das kann, muss ich mit meiner Vergangenheit abschließen. Ich helfe dir. Und bin an deiner Seite, wie du an meiner warst. Danke, Clive. Ich muss für meine Sünden büßen. Erst dann, und nur dann, stirbt das Monster in mir. Gut. Solange du nicht mit ihm gehst. Komm, gehen wir zurück. Bis es nach Benno mehr geht, gibt es noch viel zu besprechen.